Wir sind vorgeschlagen worden für den Deutschen Gründerpreis. Wir sind nicht nominiert, wir sind vorgeschlagen und das bedeutet, dass wir jetzt uns bewerben dürfen im Endeffekt. Hab am Sonntag, weil ich sehr spät angefangen habe mit den Bewerbungsunterlagen, noch bis spät in die Nacht oder bis Mitternacht den Businessplan fertig machen müssen und die ganzen Unterlagen nochmal sortieren und checken, ob alles da ist. Und da ging es halt auch so um Fehler und wie man daraus gelernt hat. Und da habe ich wieder an das Jahr 2015 denken und anknüpfen müssen und das Jahr thematisieren müssen, wo wir eben mehr oder weniger fast pleite gegangen wären, weil ich einen Haufen Fehler gemacht habe. Und daraus habe ich sehr viel gelernt. Man könnte jetzt sagen, ich habe daraus gelernt, dass ich immer ein Ass im Ärmel haben muss, was Finanzen angeht. Man muss immer ein Backup haben, wenn doch irgendwie Kundenzahlungen ausfallen und doch irgendwas Unerwartetes passiert, muss ich ich muss bestimmte Lösungen parat haben für mögliche unerwartete Dinge. Das schafft man nicht für alles, aber für einen Teil der Sachen. Das heißt aber nicht, dass man es jetzt drauf hat, dass man es jetzt gelernt hat und dass man jetzt weiß, wie man alles angeht, sondern ich sehe mich hier permanent wieder neuen Herausforderungen konfrontiert. Leuten, die vielleicht nicht zu 100% glücklich sind in ihrem Job und ein bisschen ihren Arbeitsalltag ändern wollen oder die Firma verlassen tatsächlich, wie Julian, der einem Traum nachgehen möchte. Das sind alles Dinge, alles kleine bis große Herausforderungen, denen man sich dann doch täglich stellen muss und bei denen man die, zum einen die Ruhe und zum anderen Bescheidenheit mitbringen muss, immer noch davon auszugehen, dass man selber Fehler macht und dass man Fehler machen kann in bestimmten Situationen. Und deswegen an die Situation so herangehen sollte, dass man nicht komplett Herr der Lage ist, sondern auch mal ein bisschen selbstkritischer ranzugehen. Das heißt, man lernt nie aus. Im Endeffekt sollte man sich immer bewusst machen, es gibt immer jemanden, der es besser kann als ich. Es gibt immer eine Version von mir, die es besser können sollte als ich. Und darauf sollte man immer hinarbeiten. Und wenn man sich dann die vergangenen Fehler anguckt und diese schon mal vermeidet, dann hat man einen riesen Schritt gemacht. Aber es werden neue Herausforderungen und neue Fehler kommen. Und das ist mir mega bewusst geworden jetzt mit dem Businessplan, dass ich damals meine Fehler gemacht habe, aber dass ich aktuell Fehler mache, nicht mehr dieselben wie damals, aber dass ich aktuell neue Fehler mache und dass ich zukünftig auch neue Fehler machen werde. Und ich muss einen Teil dieser Fehler vermeiden und einen anderen Teil eben machen und für die Zukunft abspeichern, dass ich sie dann nicht mehr mache.